So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Advanced. Heute, in der Freitagsausgabe, machen wir richtig krasse Geschichten, zum Beispiel unser Zeug hier abpflanzen oder abfarmen. Denn ich habe, wie man eventuell sehen kann, Achtung, guck ich das mal an, ein bisschen weitergebaut. Ich habe hier ein klein wenig rumexperimentiert mit Holz und so weiter und so fort. Ich glaube, ich will es sogar so weit machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, das sieht cool aus. Und ich dachte einfach, dass ich dann das Haus offscreen ein bisschen weiterbaue. Außerdem hatte ich einfach Langeweile, weil ich ein bisschen vorproduziert hatte. Und deshalb dann sozusagen, ja, eine Zeit lang nicht gespielt habe. Das ist bei mir immer so. Allerdings musste ich halt vorproduzieren. Es ging nicht anders. Aus dem einfachen Grund, dass ich ja mein Abitur mache, mein mündliches. Und ja, das ist ziemlich gestört. Wir haben heute gerade, weil ich das jetzt aufnehme, Mittwoch, ich habe die erste mündliche Prüfung hinter mir. Die war eigentlich voll in Ordnung. War richtig cool. Und die zweite, die kommt morgen und ich bin richtig gehypt, habe richtig viel Spaß und gucken wir einfach mal, was da passiert. Des Weiteren, jetzt wird es richtig krass, habe ich neue Advancements hinzugefügt und zwar wegen den Superpistons und wegen Elytras habe ich neue hinzugefügt. Das interessiert uns momentan noch gar nicht. Allerdings, oh stimmt, wir können nochmal, statt hier einfach nur ein Haus zu bauen, wir bauen hier die ganze Zeit nur nach dem Haus rum, können wir auch mal Diamanten zusammen craften zu einer Spitzhacke und das Obsidian machen. Dann kriegen wir nämlich neue Advancements. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, das machen wir direkt mal. Oh, jetzt habe ich gerade wieder die Idee. Genau, das hatte ich mir nämlich mal gedacht, aber dann habe ich so lange nicht aufgenommen und jetzt habe ich wieder vergessen. Das kommt nämlich davon, wenn man mich voraufnimmt. Aber ich musste es einfach machen. Es ging nicht anders, zeitlich bedingt. Ich würde ja gerne immer für den Tag, den ich jetzt sozusagen gerade aufnehmen, aber es geht einfach nicht anders. So, machen wir uns mal unsere Spitze. Ich weiß nicht, ob es dafür eine nee, gibt's nicht. Es gibt kein Achievement dafür. Ich nenne es einfach, soll ich es Achievement nennen oder Advancement? Das ist immer so eine Sache. Das ist einfach dumm. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Übrigens habe ich das Feld wahrscheinlich ein bisschen erweitert. Das ist eventuell anders als vorher. Und ich weiß gar nicht, was hier noch passiert ist. Ich habe gehört, dass hier irgendjemand in meiner Nähe gebaut hat. Aber ich sehe jetzt nichts. Und heute sollte ja auch noch der neue Snapshot rauskommen. Ist aber noch nicht. die Vollversion sogar. Das laber ich ja eigentlich. Das wird richtig. Ich muss sagen, die Welt sieht richtig schick aus. Ah Mann, der Weltgenerator ist toll. Hallo. Ach, und was ich übrigens, was ich auch noch vorhatte, war. Ja, wie gesagt, wir holen uns jetzt mal Obsidian. Und Wasser habe ich, glaube ich, auch noch. Ne, ich habe einen Wassereimer hier. Kann ich Obsidian machen? Das ist ziemlich cool. Machen wir das direkt mal. Zack. Können ja eigentlich auch mal so einen kleinen Weg oder sowas hier lang bauen. Damit wir hier, weiß ich nicht, irgendwie uns einen krassen Weg oder sowas hier hinzimmern können. Wäre ganz cool. Einfach so am Weg entlang. dass ich da so. Was ist denn das für ein Block? Ach, Clay! Cool. Kenne ich noch gar nicht in einem Resource Pack. Können wir mal ganz kurz hier Clay sammeln gehen. Ach, das geht ja hier ewig weiter. Na super. Oh Gott, werde ich hier jemals überleben, Leute? Werde ich es schaffen? Votet jetzt in den Kommentaren. Pausiert das Video. Kriege ich Schaden im Wasser, ja oder nein? Ach, nein, war die richtige Antwort, Leute. Uff. Spannung. Mal gucken, wie viele Leute tatsächlich das in die Kommentare geschrieben haben. Wahrscheinlich niemand. So, ja, damit habe ich jetzt quasi unterschwellig die Leute, die richtig lustig Kommentare trollen, dazu animiert, so einen sarkastischen Kommentar jetzt zu schreiben. Aber ja, Leute, ihr wisst ja, wie das läuft im YouTube-Game. Braucht ja viele Kommentare, deswegen schreibt mir einfach mal rein, was eure Lieblings-Marmelade ist. So, okay, das würde mich echt mal interessieren, Leute. Was esst ihr so für Marmelade? Okay, wir holen uns erstmal ein bisschen Obsidian. Und mit ein bisschen meine ich 11? 10. 10 brauchen wir, glaube ich, ne? Ja, 14 maximal, 10. Ich würde nämlich gerne das Nether-Portal bauen. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob es da unten drunter noch mehr Lava gibt. Warte. Vielleicht soll ich mir nicht einfach so runterbauen, sondern vielleicht den Wasser. Ah, ich brauche auch noch einen leeren Inventar-Slot, sonst haut das natürlich wieder ab. Das ist natürlich eine dumme Idee. Ohne freies Inventar Obsidian-Farm zu gehen, das landet nämlich alles in der Lava. Ich habe übrigens auch einen Enderman bekämpft. Da, meine Enderperle, der mich beim Bauen gestört hat. Richtiger Frechdachs. Aber er hat seine Fehler eingesehen und wir haben uns drüber unterhalten und dann dachte ich mir so, okay, gut, bringe ich ihn halt um. So, damit er seine Lektion lernt quasi, ne? Ist ja ganz klar. So, wir bauen mal ganz kurz dieses Obsidian hier ab. Zack. Und ich habe die Ice Bucket Challenge geschafft. Ist ein sehr, sehr witziges Wortspiel, wo das Obsidian quasi so krass in Starre verfällt, dass es zu Obsidian wird. Und wir haben auch noch neue Rezepte freigeschaltet und zwar für den Altar. Wir könnten auch einen Altar craften. Das wäre noch eine Option. Ich weiß aber nicht, was wir noch mit dem Obsidian, mit dem Diamanten anstellen müssen. Könnten wir, glaube ich, gleich mal schauen.
Wir haben jetzt 3 Obsidian, wir brauchen 10. Das wird richtig spannend jetzt. Ich kann ja währenddessen ein bisschen von meinem Leben erzählen. Leute, Religion ist richtig krass. Ich habe richtig Bock, mein mündliches Abi in Religion zu schreiben. Aber ich muss sagen, wegen meinem deutschen Mündlichen bin ich gar nicht so... Ich habe nicht mehr so eine Panik davor. Ich hatte davor ein bisschen Angst, weil 2 Prüfungen direkt hintereinander und ich dachte, ich verkacke das voll. Aber die erste Prüfung ging voll klar. Logisch habe ich jetzt für Rallye überhaupt nichts gelernt, weil ich davor halt Deutsch gelernt habe. Aber ich fühle mich eigentlich relativ safe so. Ich denke, da kann mich jetzt nichts Krasses mehr überraschen und ich denke, das wird eigentlich relativ gut. Ich hoffe einfach mal, dass das alles so läuft, wie es laufen soll. Und dann sehe ich weiter. Ne? Das ist so eine Sache. Ich weiß es halt nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass alles glatt geht, dass ich dann mein Abitur habe. Ja, das Ding ist, es kann ja eigentlich nur was passieren, wenn ich 0 Punkte bekomme. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber vielleicht ja doch. Man weiß es nicht. Vielleicht mache ich ja komplette Themaverfehlung. Und dann sitze ich dann hier und habe dann mein Abitur nicht. Das wäre schon ziemlich traurig. Mal gucken. Mal gucken, Leute. So, dann baue ich hier mal ein bisschen weiter ab. Haben wir jetzt 10. Okay, 10 dürften eigentlich reichen. Ich baue uns aber nochmal 4 weitere ab. Außerdem müssen wir das eventuell mal wieder zubauen dann. Oder wir bauen es einfach komplett. Weiß ich nicht, wir könnten auch... Was könnten wir hier bauen? Was könnte man denn hier machen? Ich meine, das sieht eigentlich schon ganz cool aus für einen Eingang zum Nether, aber es ist leider viel zu nah an meinem Haus. Und ich weiß auch gar nicht, wo das Portal ehrlich gesagt hin soll, wenn ich hier... Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas Cooles noch draus bauen aus dieser Gegend hier. Aus dieser... nice Höhle, einen Höhleneingang. Keine Ahnung, was wir hier noch reinzimmern können. Ich habe außerdem von einem YouTuber, den Namen ich jetzt, ich glaube, Grian hieß er oder sowas, irgendwas in der Richtung. Vielleicht heißt er auch komplett anders oder irgendwas mit G oder mit I und A und N oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie er exakt hieß. Auf jeden Fall. Ich sage die ganze Zeit M. Hilfe, es tut mir leid. Jetzt komme ich da auch nicht mehr raus. Wenn man einmal angefangen hat, M zu sagen, kommt man da nicht mehr raus, Leute. Das ist richtig schrecklich. Nein, was ich sagen wollte ist, ohne M zu sagen, dass er Minecraft, also solche generierten Strukturen, wie zum Beispiel Sand-Villager-Dörfer oder Sandtempel, oh, das ist jetzt weggerutscht, na super. Oder generell sowas in der Richtung, was halt Minecraft generiert, nimmt und das Ganze dann verschönert und neu umbaut. Und ich fand das richtig cool und eventuell können wir das ja auch in dem Projekt machen. Einfach mal nebenbei, wenn wir drauf Lust haben. Denn ich werde das Projekt ja eventuell ein bisschen länger ziehen. Nicht ziehen, aber ich werde es eventuell ein bisschen länger machen. Wirklich lange. Weil, wie gesagt, ich habe halt mein Leben lang immer Projekte so gemacht und genau, Gravity ging eigentlich relativ lang. Es ging, glaube ich, 40, 50 Folgen lang oder so. Aber ich habe schon Lust, Advanced irgendwie so 100 Folgen lang zu machen, auch wenn sich das richtig gestört anhört. Aber hört mir zu, ich werde nicht nur Advanced bringen. Ich werde natürlich jeden Tag eine Folge versuchen aufzunehmen und zu schneiden und so weiter und so fort. Dass ich sozusagen jeden Tag mindestens eine Folge habe. Aber wenn dann was Mapmaking-mäßiges kommt, das kommt dann alles extra. Das heißt, Mapmaking wird sozusagen, dadurch, dass ich halt immer Videos auf meinem Kanal habe, habe ich dann keine Panik und muss mir nicht irgendwann was spontan ausdenken. Des Weiteren stirbt mein Kanal nicht, das ist ziemlich cool. Und wenn ich was zum Mapmaking habe, dann kommt das einfach dazu an dem Tag, weißt du? Dann seht ihr so, oh, Noah hat zudem auch noch was hochgeladen. Das ist ziemlich cool und dann kann man sich sozusagen darauf einstellen. Und ich habe richtig, richtig viele lustige Ideen und vor allem können wir das dann alles in 1.12 mit Funktionen machen. Und ihr könnt die dann alle mit meinem coolen Installer, den ich gemacht habe, nein, ich habe so ein kleines Batch-Skript geschrieben, könnt ihr euch diese Sachen, die ich gemacht habe, einfach downloaden, installieren und funktionieren direkt in eurer Welt und dann könnte ich die dann sozusagen... solche kleinen Extensions oder sowas. Generell auch die ganzen Mods, die hier von drin vorkommen, wie zum Beispiel der Timber-Mod und so weiter, bekommen alle ihre eigene Mod-Vorstellung, sozusagen in Anführungsstrichen Mod. Und ich werde dann, einfach sozusagen diese Mods könnt ihr dann downloaden und benutzen und dann reingucken, wie sie funktionieren und so weiter und so fort. Und ich wollte vor allem auch noch unbedingt ein Tutorial machen, wie ich diese Mods mache, wie man die so erstellt, wie man da rangeht. Hier hat sich jemand in einen Pilz reingebaut, kann das sein? Hat sich jemand ein Haus in einem Pilz gebaut? Guck mal, hier ist so lang, jemand lang gerannt, das sehe ich doch. Na, das war ich gerade, stimmt. Sorry, bin dumm. Das ja. Ich finde auch, die Bäume sind richtig cool, die Dings sind richtig cool aus. Aber das geht natürlich überhaupt nicht. Warum macht man sowas? Vielleicht hat jemand versucht, ob der Timber-Mod hier funktioniert mit dem. Das hatte ich auch schon überlegt, ob ich die goldene Axt eventuell auch mit den Pilzen funktionieren lasse. Könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, was haltet ihr davon? Würdet ihr
es cool finden, wenn die goldene Axt auch die ganzen Pilze abbaut, automatisch? Oder findet ihr, dass es doof ist? Oder soll ich eventuell nochmal einen ganz anderes Item hinzufügen, dass das kann? Das Problem ist dann natürlich, dass es keine Abnutzung hat. Denn wenn ich, also ihr müsst euch vorstellen, wenn ich neue Items ins Spiel hinzufüge, dann funktioniert das so, also wenn es auch eine neue Textur haben soll, dann funktioniert das so, dass die, die haben dann eine Durability, also quasi sie wurden abgenutzt, aber sind gleichzeitig unbreakable. Das heißt, abgenutzte Items, die nicht abnutzbar sind, ergeben gleich neue Items im Spiel. So muss man sich das vorstellen, so ist es ganz simpel erklärt. Und das Problem dabei ist halt, wie gesagt, bei Adventure Maps und so ist es cool, aber bei Survival wegen Balancing ist es sehr, sehr problematisch, sich dann anzugucken, okay, wie mache ich das jetzt am besten, ne? Wie sorge ich dafür, dass, dass ich sozusagen mein Stuff hier bekomme, ne? Dass ich so, was wollte ich sagen? Ich bin dumm. Oh Mann, oh. Ja, dass das Items quasi unbreakable sind. Was man natürlich machen kann, was natürlich immer geht, sind solche Accessoires quasi, also so Ringe oder sowas, irgendwie die so einen Effekt geben an bestimmten Uhrzeiten, Biome können wir jetzt auch testen mit Advancements, an allem möglichen quasi. Da kann man natürlich immer was gucken. Eventuell können wir dann sagen, okay, wir bauen irgendwie neue biomspezifische Amulette ein, die irgendwelche Effekte geben oder so. Oder wir können ja generell auch sagen, dass wir Biome ein bisschen härter machen. Wir hatten ja, ich glaube, mit der 1.10 oder 1.11 das Frostburn-Update mit mehr, ich glaube, es war 1.11, Frostburn-Update mit mehr, wie war das, mehr Eisbiom und mehr, also mehr Hitze und mehr Kälte, dass halt wirklich alles ein bisschen nachgeholfen worden ist, quasi sowohl im Schneebiom als auch in der Wüste und im Nether. Das war ziemlich cool, dass wir da eventuell noch ein paar Tweaks machen, dass man zum Beispiel, was ich zum Beispiel mal drin hatte und was auch, was ich noch weiternehmen könnte, was ganz cool ist, ist, dass man, wenn man im Sumpf im Wasser geht, dass man dann einen Gifteffekt bekommt. Oder dass, wenn man im Schneegebiet ins Wasser geht, dass man dann quasi langsamer wird, weil es kalt ist. Oder dass man, was gab's noch? Was gab's hier noch? Hilfe! Ganz viel anderen Stuff. Oh Gott, jetzt muss ich gerade, ich musste gerade irgendwie fast aufstoßen. Ich hab mich wieder gerettet gerade noch. was wollte ich sagen? Ich bin wieder komplett durcheinander. Oh, Mann, Noah, hab doch einmal einen roten Faden, Bro. Naja, also, dass man quasi, ach genau, dass man zum Beispiel auch, wenn man keinen Helm trägt oder so, irgendwie den Nausea-Effekt bekommt in der Wüste, dass man irgendwie überhitzt quasi. Und dass man das mit solchen Ringen oder Amuletten oder so, die man im Inventar halten kann, quasi, dingsen kann. Dass man sich dagegen immun machen kann, quasi. Oder man macht es einfach als Offhand-Item. Ich würde es einfach sozusagen die Amulette immer in die Offhand packen. Einfach nicht irgendwie hier als Rüstungsteil oder so, sondern einfach hier rein. Weil man kann dann halt so, kann das ein bisschen balancen, weil man kann die dann so stark machen, wie rein theoretisch ein Schild im Kampf wäre. Und dann kann ich sozusagen das als Balancing-Ansatz nehmen, kann sagen, okay, wenn man dieses Tool hat in der Offhand, dann kann man kein Schild tragen. Was für Vorteile muss es dann haben? Das ist sozusagen die große Frage, die man sich dann stellen muss. Und so kann ich das dann balancen. Und so ist das dann relativ einfach irgendwie einzuschätzen, ob das jetzt fair ist oder ob es zu stark ist oder zu schwach. Und das ist, glaube ich, ganz cool. Was man zum Beispiel machen könnte, wäre so ein Amulett, was zum Beispiel mit dem Pathmod hier funktioniert. Oder vielleicht auch Schuhe, keine Ahnung, ob es ein Amulett wert ist. Ein Amulett oder Schuhe, die zum Beispiel dafür sorgen, dass man nicht diese Wege macht. Das war zum Beispiel auch beim Game Mode 4 Server von Sparks. Die haben das ebenfalls gemacht. Wie gesagt, generell der Mod hier ist ja von Game Mode 4 inspiriert. Das habe ich auch in die Beschreibung gepackt. Und ja, das ist sozusagen die Geschichte. Das könnte man eventuell umsetzen, muss aber nicht. Ne? Das ist natürlich alles immer so eine Frage, ob man darauf Lust hat. Ich laber wieder richtig viel Müll. Das tut mir richtig doll leid, Leute. Ich bin so verwirrt, weißt du? Das ist einfach, ich bin momentan so in der Abi-Lernphase. Da hat man einfach kein Gehirn. Das ist richtig dumm. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Hessen ist es halt so, dass man 3 schriftliche und 2 mündliche hat. Und ich habe auch schon bei manchen gehört, dass man in die mündliche muss, wenn man durchgefallen ist oder so bei einer Dings. Und das habe ich natürlich nicht. Also, keine Ahnung. Bin Gott sei Dank bei nichts durchgefallen, aber trotzdem waren die Noten nicht so super. Bisschen peinlich. Naja, gut. Ich war in der Schule nie wirklich gut. Ich habe auch nie irgendwie gelernt oder irgendwas gemacht für die Schule. Ich habe lieber einfach Minecraft gespielt. Ich bin wirklich überhaupt kein
kein Vorbild, was Schule und Lernen angeht. Einfach weil ich kein Interesse dran habe und es fällt mir wirklich unglaublich, unglaublich schwer. Also es ist wirklich richtig schwierig, mich zum Lernen zu begeistern, wenn ich nicht interessiert bin an dem Thema. Es ist unglaublich schwer und ich ertappe mich immer wieder, wie ich stundenlang mich davon abhalte zu lernen. Ich weiß nicht, wem das ähnlich geht, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, mich zum Lernen zu animieren. Und es ist, wow, ihr wisst gar nicht, wie krass ich mich dafür manchmal hasse. Und es ist wirklich sauschwer. Und das ist, keine Ahnung, ich kann es nicht erklären. Vielleicht habe ich irgendwie eine Krankheit oder so, was das angeht. Es ist einfach nur traurig. Ich kann eigentlich mal schlafen gehen. Ich wollte die Folgen ein bisschen länger machen. Beziehungsweise diese Folge, weil ich noch ein bisschen labern wollte und weil wir Freitag haben. Ich dachte mir, freitags können wir ja eventuell einfach immer so längere Folgen machen. Weiß ich nicht, vielleicht können wir so ein bisschen Routine reinbekommen, weil wir haben ja immer montags bis freitags, dass wir uns da eventuell bestimmte Themen für die verschiedenen Tage ausdenken. Das wäre ganz cool. Ich glaube, das ist ganz witzig, dass wir irgendwie sagen, montags machen wir das und das und freitags können wir zum Beispiel ein bisschen länger machen, so eine halbe Stunde Folge oder sowas, also so eine Doppelfolge quasi. Und dass wir mittwochs oder sowas eventuell vielleicht einfach mal die Advancements zeigen. Ich kann es euch übrigens mal zeigen, wir machen das einfach mal. Ich gehe mal einfach hier spontan, wir sind ja hier in so einer Minecraft-Advanced-Folge, können wir einfach mal hier in meine Singleplayer-Welt gehen, wo ich die Sachen hier teste. Und ich habe tatsächlich, schaut mal hier, Elytra Advanced, das sind neue Advancements habe ich hinzugefügt. Und zwar habe ich hier Luftangriff. Das würde ich eventuell noch alles auf Englisch updaten. Das, also Superpisten zum Beispiel ist schon geupdatet. Das hat einmal einen Superpisten. Den macht man, indem man quasi... hier habe ich jetzt alle schon geschafft. Den macht man, indem man einen Superpisten baut. So sieht übrigens ein Elytra-Pisten aus. Das ist ganz witzig, wenn man nämlich keine eigene Elytra hat, kann man da drauf gehen und kriegt dann automatisch eine Elytra, eine Einweg-Elytra, wie ihr sie von Craft Attack kennt. Und dann verschwindet sie. Ich fand dieses Konzept der Einweg-Elytra halt ziemlich cool, deswegen dachte ich mir, ich nehme das. Hier habe ich übrigens auch den Wegemod getestet. Auch ziemlich cool. Und da habe ich den höchstmöglichen Pisten getestet. So kann man mit dem höchstmöglichen Pisten springen und das nur da drauf zu stehen, gibt einem dann die Advancements. Also das, wenn das hier so aussieht, dann gibt das mir das Advancement mit diesem Superpisten und Push it to the limit ist, wenn man mindestens, also wenn man vier, es geht nicht mehr, wenn man vier dieser Emerald Blöcke drunter packt, um den Block sozusagen zu pushen. Das ist ziemlich cool. Ja, das ist die Geschichte. Und des Weiteren habe ich halt hier, bei Advancement habe ich dann Sturzflug, brauche eine Elytra vollständig im Flug auf, das heißt, dass man fliegt und wenn man dann sozusagen, wenn man dann keine Dings mehr hat, keine Abnutzung und das ist eine kaputte Elytra ist im Inventar, dann kriegt man das Advancement. Wenn man Luftangriff macht, also Luftangriff ist, wenn man einen Ghast in der Luft tötet, das heißt, man braucht auf jeden Fall ganz viele von diesen Raketen, mit denen man sich lang boostet, weil sonst wäre das Ganze gar nicht möglich. Ach genau, zudem gibt es hier übrigens den 3 Kilometer am Stück fliegen. Sind einfach quasi 3000 Meter, also 300.000 Zentimeter. Es gibt ja Fly 1 Zentimeter und dann habe ich das sozusagen hochgerechnet, wenn man 300.000 Zentimeter geflogen ist, oder Aviate 1 Zentimeter heißt das Scoreboard, dann wird das einfach gegeben. Also ich habe hier so eine Mischung aus ganz normalen Advancements und dann habe ich noch sozusagen Funktionen mit Advancements, die ich trigger und immer wieder abwechseln und die testen nach bestimmten Scores und dann geben die mir das auch. Aber der Score wird zurückgesetzt, wenn ich auf dem Boden bin. Und dann haben wir hier Fliege über die Baugrenze mit einer Elytra. Das ist auch ziemlich cool. Das heißt dann weit über den Wolken. Und die habe ich übrigens noch nicht gemacht, die beiden. Die sind noch rot. Und das ist sozusagen, wenn man, ich glaube, 256 ist die maximale Baugrenze. Wenn man 260 oder 265 erreicht mit Elytras, dann kriegt man das Advancement. Und das sind auch so Sachen, die wir unbedingt noch ausprobieren müssen. Allerdings können wir das natürlich noch nicht, weil, naja, wir noch keine Elytra haben und noch nicht im End waren. Außerdem wollte ich eventuell noch eine Art machen, dass man Elytras irgendwie herstellen kann. Und da dachte ich eventuell daran, dass man beim End, wenn man den Drachen tötet, dass irgendwas passiert. Da weiß ich allerdings noch nicht, ob man sozusagen, also wenn man den Drachen killt, dass dann irgendwas Bestimmtes spawnt. Dass dann irgendwie die Strukturen zurückgesetzt werden oder sowas. Das weiß ich aber noch nicht, weil ich das dann manuell machen müsste. Das wäre nicht wirklich ein Mod, das wäre dann sozusagen was ich hier manuell machen würde. Was ein bisschen uncool wäre, deswegen überlege ich mir halt noch was, wie man das am besten macht. Ihr könnt ja eure Ideen für Elytren nehmen und mir sagen, okay, so und so würde ich das machen. So würde ich jetzt sagen, okay, Elytren, wie füge ich die am besten hinzu? Elytra ist eigentlich schon die Mehrzahl. Das Problem ist, dass Elytra auch gleichzeitig... Elytron ist, glaube ich, die Einzahl und das hört sich richtig dumm an.
Und es sind ja Flügel, deswegen muss ich immer die Mehrzahl sagen. Aber es ist, weiß ich nicht, ist ein komisches Wort. Okay, don't judge, wenn ich die ganze Zeit alles falsch sage. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall suche ich quasi momentan auch nach einer Lösung dafür, wie ich das am coolsten mache, dass das auch am meisten Sinn macht und so weiter. Und dass es auch fair ist und dass man das irgendwie respawnen kann. Ja, genau. Eventuell kann ich hier so eine Art Raumstruktur bauen oder sowas, indem ich die Blöcke... Ich weiß gar nicht, soll ich das... überleg gerade, wie die... Ich denke mal, dass hier schon eine Wand hin muss dann, oder? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass ich das hier alles offen mache. Dass man hier eventuell, keine Ahnung was, so einen coolen Blick halt auf den... Vielleicht, eigentlich ist es am coolsten, wenn man hier irgendwie ein Fenster hat. Vielleicht wird das ja was. So. Das sieht echt schick aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, hier mein Bett hinzupacken und mir dann einfach hier so eine Art Aussicht zu bauen und dann hier vielleicht so ein paar coole Zäune hin. Das wäre cool. Warte mal, zack, 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 zack. Und ja, mal gucken. Einfach mal schauen, was wir hier so alles anstellen können. Das wäre ziemlich cool. Leute, ich hätte da richtig Spaß dran. Ich frage mich, wer immer noch mein Video gerade schaut. Es ist ziemlich ungewohnt auf meinem Kanal, dass solche, langen Videos gucken. Kommen. Und ich glaube nicht, dass da der Großteil meiner Zuschauer irgendwie, naja, Interesse daran hat, solche langen Videos zu schauen. Ich glaube, da abonniert man jemanden Gronkh oder so, der kann das besser als ich. Wie mache ich das denn jetzt? Ich kann mir die Gronkh-Stimme hier rausholen. So, Leute! Das war ja typisch Gronkh. Oh, Freunde! Ja, ich glaube, ich fange dann einfach wirklich meine Folgen ab sofort so an. Und wer dann irgendwie, weiß ich nicht, jetzt hier dann so ein bisschen so... Ja, Hallöchen, Popöchen, ich bin's. Und dann... Ibimste Gronkh. Ja, das. Genau so. Und nicht anders. So ist der Plan. So wird das gemacht. Ich glaube, ich baue mich einfach so ein bisschen zu. Bevor ich mich hier weiter verhaspel und mich lächerlich mache. In meinen krassen Minecraft-Let's Plays. Das ist eh der individuellste Content, den ich überhaupt bringen konnte. Als ich mir damals gedacht habe, ich mache Minecraft, da war das noch cool, Leute. Da hat es noch nicht jeder gebracht. Oh, Mann. Und jetzt muss man sich dafür schämen. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber ich bin richtig am Cringen, was sowas angeht. Ich fühle mich da immer richtig peinlich. Also keine Ahnung, wenn ich jemandem erzähle, ich erzähle natürlich logischerweise keinem, was ich mache, also von mir aus nicht, weil ich das, wie gesagt, ja peinlich finde, aber wenn es dann jemand in meinem, also quasi in meinem Namen sozusagen erklärt, was ich mache, das ist so richtig komisch, oder mich darauf anspricht, so in der Öffentlichkeit, oder meinen Namen auch ausspricht in der Öffentlichkeit, also den YouTube-Kanal, den finde ich ja generell ein bisschen bescheuert, den Namen, ne? Aber, dummerweise, hänge ich da jetzt ein bisschen dran. Allein durch TubeClash habe ich mir da jetzt schon so einen richtigen Namen gemacht. Es wäre sehr, sehr unklug, den einfach zu wechseln. Obwohl ich ihn wirklich gar nicht so doll mag. Er ist halt echt schon ein mega alter Name. Und er ist aus so einer spontanen Situation entstanden, habe ich ja schon erklärt. Aber ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob ich den für ewig haben möchte. Vielleicht nenne ich mich irgendwann einfach wieder nur Noah. Und dann... Ja, dann war es das. Vielleicht nenne ich mich wirklich nur Noah mit einem Noah davor. Dann wird es ein neuer Trend. Aber ich frage mich, ob es den Trend gab es wahrscheinlich eh schon. Es gibt ja diese ganzen Kanäle, die alle immer gleichzeitig gleich heißen mit It's oder einfach oder... einfach Jesse. Grüße gehen raus. Oder weiß ich nicht was. Solche Namen. Vielleicht wird das ja der neue hippe Trend. Man weiß es ja nicht. So... Sieht bis jetzt schon ziemlich hässlich aus, muss ich sagen. Ja, doch, ich glaube, das hier wird auf jeden Fall eine geschlossene Decke. So. Ja, und dann muss ich einfach mal schauen, wie es weitergeht. Leute, ihr wisst ja Bescheid. Ach man, ich bin einfach dumm. So, zack, zack, zack. Wisst ihr, was mir übrigens letztens aufgefallen ist? Ich habe aus Versehen 10 Millionen, hier 5 Knöpfe gecraftet. Und warum braucht man 4 Holz? Ja, für einen... Oh, warum braucht man ein Holz für einen Knopf? Da müssten eigentlich so 8 rauskommen bei der Größe von dem Knopf. Minecraft, please fix. Apropos, ich glaube, ich baue mal ganz kurz eine Werkbank hier oben hin, weil ich die ganze Zeit hin und her laufen muss. Ist ja richtig anstrengend. Oh, kann man ja keinem zumuten. Diese Anstrengung hier. Uff, uff. So, ich baue das erstmal alles zu und guck, was dann passiert. Und mich dann irgendjemand anschreit oder so. Von wegen, hässlich.
Vielleicht werde ich einfach von der Hässlichkeitspolizei festgenommen oder sowas. Kann ja alles passieren. Weiß man ja nicht. Das wäre alles so. Das wären alles so Sachen. Ach Leute, mir ist auch noch aufgefallen, ich brauche noch das Thumbnail für morgen, für Donnerstag. Heute ist ja Mittwoch. Oh Gott, da habe ich ja überhaupt keine Lust drauf. Ich gar nicht mehr weiß, was ich da gemacht habe. Das ist dumm, sofort zu produzieren. Aber wie gesagt, es muss leider sein. Minnekraft und Abitur zusammen. Ganz schlechte Kombi, sage ich dir. Uff. Sage ich dir jetzt so ganz, ganz persönlich, sage ich dir das. Und den anderen 1000 Menschen, die das hier schauen. Ich mag ja normalerweise Leute nicht, die so eine bestimmte Persönlichkeit vortäuschen, also quasi die ihren Zuschauern suggerieren, dass man sozusagen der größte Fremd von denen ist. Aber ich weiß nicht, ich bin generell so ein mega netter Mensch und viele von euch haben ja schon stundenlang mit mir gelabert, weil ich ja sehr, sehr oft in meinem Discord bin, gerade nicht wegen meinem Abi, aber normalerweise halt. Und da finde ich das in Ordnung. Ich kann diese Fannähe so suggerieren, weil ich sie ja auch irgendwie einhalte, oder? Was haltet ihr davon? Ich bin ja eigentlich da und schreibe mit euch und so. Und wenn ihr Fragen wegen Mapmaking habt, bin ich ja auch meistens da. Oder irgendein anderer cooler Mensch von meinem Discord ist da und hilft euch. Oder ihr seid gerade derjenige, der anderen hilft und fühlt euch damit gerade angesprochen. Was auch natürlich super krass ist. Deswegen, ich glaube, was haltet ihr davon? Keine Ahnung. Was haltet ihr generell von sowas? Ich glaube, viele Leute stufen das natürlich direkt als falsch ein. Also viele Erwachsene. Aber ich denke auch viele Jüngere verstehen das manchmal gar nicht, dass das einfach nicht echt ist, meistens. Das sind so Themen, über die wahrscheinlich schon jeder 10 oder 1000 Mal geredet hat. Und ich komme jetzt damit an. Ich glaube, wir gehen einfach die Ideen aus. Ich glaube, ich kann einfach nicht länger als eine Viertelstunde am Stück reden. Mist. Ah, nee, warte. So ging das. Dumm. Warte, war das überhaupt das, was ich gerade craften wollte? Ja. Vielleicht könnte ich da aber auch die Steindinger reinpacken, die ich genommen, die ich gebaut hatte. Na, die nicht mehr da sind. Ich glaube, ich baue noch ein paar neue. So. Weil die, glaube ich, passen noch ein bisschen besser da rein. Ich weiß nicht, ob ich so viele brauche, wahrscheinlich nicht. So. Gehen wir nochmal da hoch. Wir haben auch noch Eisen. Wir könnten uns eigentlich noch einen Superpisten craften. Aber ich glaube, das machen wir nächste Folge, weil wenn ich jetzt eine halbe Stunde Folge mache und die einfach nur irgendwas mit Superpisten nenne, dann ist das dumm. Ja, ich muss auch immer ganz... Ja, ich weiß nicht, sonst wäre das ja fast schon Clickbait, wenn man eine halbe Stunde für warten muss. Das fände ich uncool. Nee, das machen wir nächste Folge. So. Weiß ich ja gar nicht, was ich hier reinschreiben soll. Ach so, klar. Können ja sagen, dass wir Obsidian abgebaut haben. Ja, das ist eine gute Idee, Leute. Das machen wir so. Noah baut eine halbe Stunde Obsidian ab. Das ist ein Clickbait, aber es wäre lustig. Ich glaube, ich nenne das Video wirklich so. Einfach weil lustig. Weiß nicht, wie das kommen würde, wenn ich hier alles mit diesen Dingern ersetzen würde. Jede Stufe auf der Höhe. Ich glaube, das sieht ganz cool aus. Aber ich weiß nicht, ob jede sein muss. Ach, ich weiß nicht, Leute. Ich habe richtig Spaß an dem Projekt. Ich weiß nicht, das ist irgendwie... Es ist sau cool. Ich habe einfach so viel Freizeit und Freiheit in dem Projekt, weil es ja meins ist. Ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Schon cool. Ich wollte ja auch in Pyro rein, aber ich weiß ja nicht. Nein, ich wollte eigentlich nicht in Pyro rein. Aber hier, ne, Sebastian, Revinzeit hat es mir angeboten und ich dachte mir so, ja, cool. Aber ich bin gar nicht so ein krasser Roleplayer, glaube ich. Ich glaube, ich kann nicht so krass roleplayen. Weil ich mir dann selber so dumm vorkomme. Ich bin ja so ein selbstkritischer Mensch. Eigentlich. Natürlich, das von sich selbst zu behaupten, ist natürlich ein bisschen doof. Aber ich glaube, man kann mich tatsächlich als selbstkritisch manchmal einstufen, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. Und ich brauche eine Goldaxt. Na super. Und deswegen sage ich ganz oft M. Bitte keinen M-Zähler einbauen, das wäre ziemlich gemein. Das wäre wirklich sehr gemein. So, ich lege mir ganz kurz nochmal hier hin. So, ich will so viel Zeug noch machen. Ich will jetzt nicht, keine Ahnung, ich will nicht ewig jetzt hier, weiß ich nicht, nicht rumsitzen, aber ich will jetzt nicht ewig noch Folgen machen, wo ich dann überhaupt nichts schaffe. Deswegen will ich dieses Haus irgendwie fertig haben. Ich sehe aber, ich habe gar keinen Sprucewood mehr, deswegen müssen wir ganz kurz neues Sprucewood sammeln. Oh, da komme ich nicht mehr raus. Doch, komme ich. Muss ich aber aufpassen. Oh, nicht aufs Gras, aufs Feld fallen. Genau, ich habe noch dieses Feld gemacht. Und ich habe diese
coolen Trapdoors da genommen. Was ich auch bei diesem coolen YouTuber gesehen habe, von dem ich erzählt habe. Den greife ich mal nicht an. Ich dachte mir, das ist cool, noch so ein Survival-Enhanced zu machen. Also quasi so für echte Männer. Und dass man eventuell sowas macht wie... Also, dass man so eine... so Challenges quasi ohne Rüstung oder sowas macht. Dass man sagt, man muss einen Enderman ohne Rüstung töten. Und dafür kriegt man ein Achievement. Das wäre cool. Oder man... Oh, hallo. Hilfe. Ja. Tschüss. Oder sowas in der Richtung halt. Das wäre ziemlich cool. Oder dass man... dass man ein Schaf mit einer Schaufel haut. Das wäre ziemlich witzig. Dass man dann lustigerweise auch für belohnt wird. Dass man irgendwie so 3 Wolle oder so dafür bekommt. Und dass man das dann Schafesbanken nennt. Das wäre ziemlich cool. Das finde ich witzig. Einfach vielleicht auch so ein paar Gronkh-Anspielungen. Weil Gronkh sozusagen mich ja eigentlich zu Minecraft gebracht hat. Der hat ja... Also ich habe ja Minecraft angefangen, als ich dieses Spiel, also Minecraft, in der Computerbild gesehen habe. Meine Mutter hat mir so eine Ausgabe von der Computerbild mitgebracht und ich habe das dann quasi ja gesehen, wurde mir das vorgestellt und zu dem Zeitpunkt gab es dann auch irgendwann, das war noch in der Alpha-Version, gab es dann auch irgendwann Manic Digger, also diese Nachmache, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran. Und ich habe dann quasi, es einfach gegoogelt. Und wollte gucken, wie dieses Spiel so ist, weil ich habe logischerweise dann kein Geld gehabt und auch kein PayPal-Account, weil wie alt war ich da? 12, 13 oder so? Und deshalb habe ich dann halt geguckt, okay, gibt es eine kostenlose Variante, habe dann Manic Digger irgendwann gespielt. Aber bevor ich das gespielt habe, habe ich dann halt bei Gronkh, habe ich das gesehen, weil er hat seine Let's Show angefangen. Könnte ich dir mal ganz alten Folgen angucken. Die sind ganz lustig. Da hat er einfach angefangen, Minecraft zu spielen, einfach zu zeigen, was er so gebaut hat. Und das hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Also ich fand ihn ziemlich sympathisch und vor allem fand ich das Spiel total interessant, weil man halt wirklich bauen konnte, was man wollte. Und ich fand das super cool, was er da gemacht hat. Er hat nämlich irgendwie angefangen, so eine Monsterfarm zu bauen, wo da mit Wasser so Zombies irgendwie in einen Kaktus, glaube ich, war das, gelenkt worden sind. Und die haben dann quasi ihre Federn gedroppt, weil Zombies haben früher Federn gedroppt. Und damit hat er dann Pfeile gebaut und das war richtig cool. Das hat mich richtig inspiriert, das fand ich richtig cool. Also das war ziemlich krass. Fand ich toll, also wirklich. Mittlerweile droppen die ja ihr Zombiefleisch, ihre Gehirne hier. Zombiefleisch, das ist auch richtig, also es ist ziemlich cool. Das ist echt, weiß ich nicht. Ja, oder diese Geschichten damals, das halt wirklich, früher konnte man ja, musste man Schafe wirklich schlagen, damit sie Wolle geben, weil man hat ja sozusagen alles mit Linkstick abgebaut und es gab noch keine Scheren. Scheren kamen ja erst in der 1.0-Version oder im 1.9 Pre-Release quasi, kamen die Scheren dazu, auch diese ganzen neuen Biome wie Sumpf oder so oder Ravines kamen alle erst dazu, als dieses Adventure-Update kam. Und davor gab es halt wirklich nur, hat er dann immer mit der Schaufel gehauen. Und da gab es dann teilweise auch solche Resource-Packs, die Honeyball dann gemacht hat. Ja, das war ziemlich cool. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, ist natürlich jetzt ein bisschen komisch, das alles nachzuholen, weil es sind sehr, sehr viele Folgen. Aber die Folgen lohnen sich tatsächlich echt. Ich habe die ersten 200 Folgen, glaube ich, aktiv mitverfolgt von Gronkh. Und das sind echt viele. Und es war ziemlich cool, weil ich selbst halt noch nicht die Möglichkeit hatte, viel Minecraft zu spielen oder generell Minecraft zu spielen, weil ich halt kein Geld hatte oder keine Möglichkeit hatte, es zu kaufen. Und daher war das halt ziemlich cool. Also das war eine krasse Zeit in meinem Leben. Oh Mann, das habe ich echt gefeiert. Obwohl es sich richtig dumm anhört, die ganze Zeit nur bei jemandem beim Spielen zuzuhören und ich das heutzutage auch gar nicht nachvollziehen kann, wenn man jemandem die ganze Zeit beim Minecraft-Spielen zuschauen kann. Aber es war, glaube ich, gar nicht das Spiel. Ich glaube, es war der Mensch, der mich interessiert hat und was er so immer erzählt hat. Ich fand das so mega interessant. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dem einen oder anderen bei mir so geht. Mein Leben ist jetzt nicht so interessant, aber ich fand das so cool. Ich weiß nicht, ich hatte so richtig Spaß, dem Menschen zuzuhören, weil er war dann einfach immer so happy drauf, hat immer so erzählt, was er sogar angestellt hat und hatte vor allem seine ganz kleinen lustigen Insider, hatte ziemlich lustige Musik immer und hat das einfach nur schön. Hat man sich so, vor allem man hatte auch irgendwas, worauf man sich gefreut hat, weißt du, man kommt aus von der Schule nach Hause, hat vielleicht einen schlechten Tag gehabt und guckt sich dann die Folge an, wenn man sich darauf verlassen kann. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall schaffen möchte. Ich möchte, dass man sich auf meine Folgen Advanced jeden Tag um 14 Uhr, also unter der Woche Montag bis Freitag, dass man sich darauf verlassen kann, dass man weiß, hey, jeden Montag bis Freitag um 14 Uhr kommt eine Folge von mir. Und das ist mir ziemlich wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was ich schaffen werde. Und jeden Freitag kommt eine XXL-Folge. Dass man so einfach weiß, so, oh, heute kommt eine XXL-Folge Minecraft Advanced, geil. So, dass man sich darauf freut. Oder
heute hat Noah neue Advancements hinzugefügt oder sowas. Das wäre ziemlich krass. Oder jeden Samstag streame ich oder sowas. Ich habe leider noch keinen Plan, wann ich streamen möchte. Ich will auf jeden Fall aktiv streamen. Vielleicht sogar auf Twitch, damit ich dann Twitch-Partner werden kann. Mal gucken. Aber ich glaube, YouTube-Streaming ist auch in Ordnung. Aber ich habe auch das Feedback gelesen. Ihr habt gesagt, guck mal, das ist cool, das macht wie so eine Schnecke hier. Ihr habt gesagt, dass ihr das gar nicht mal so sinnvoll findet, einen zweiten Kanal zu machen. Da habe ich gesagt, okay, das macht Sinn, dann machen wir das auf einem Kanal und die Leute, die es stört, die sollen gehen und die Leute, die es nicht stört, die bleiben dann. Das finde ich in Ordnung, finde ich okay, weil ganz ehrlich, es ist ja Broadcast Yourself und ich sollte mich nicht zu sehr nach euch richten. Ich meine natürlich, dass ihr alle happy seid, aber ich denke, ich sollte trotzdem mein Ding durchziehen. Viele von euch haben auch geschrieben, mach was du willst, ich bin schon seit Ewigkeiten hier, ich werde auch nicht mehr weggehen oder sowas wie, ich finde eigentlich alles cool, was du machst, was natürlich total nett ist. Und das finde ich natürlich richtig super von euch. Das finde ich ziemlich, ist wirklich, also das ist eine tolle Einstellung als Zuschauer. So, vor allem jetzt bei solchen Themen, wie ich letztens wieder gesehen habe, wie KuchenTV einfach, Herr Newstime kritisiert hat, weil er seiner Meinung nach qualitativ nicht so tolle Videos macht. Es ist, man kann von KuchenTV halten, was man möchte. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass er ein paar gute Punkte dabei hat. Allerdings finde ich weiß nicht, ob das der Beef ist jetzt wahrscheinlich schon relativ irrelevant wieder, weil er von Anfang an irrelevant war. Und zu dem Zeitpunkt heute ist Herr News immer noch nicht drauf eingegangen. Ich denke mal, dass er sich darauf auch nicht einlassen wird, weil es einfach nur dämlich ist. Es ist ziemliches Meckern auf einem hohen Niveau. Und es hat irgendwie was von so einem richtig, richtig verwöhnten Zuschauer, was er da gebracht hat. Und zwar hat er sich halt darüber aufgeregt, wie seine Videos gemacht worden sind und dass er seit, und JF Not Kennedy hat sich darüber aufgeregt, dass seine Videos seit 2 Jahren genau dasselbe sind und so weiter und so fort, wo ich mich frage, was da falsch gelaufen ist, was haben die an der YouTube-Plattform nicht verstanden? Und ich möchte das natürlich nicht gegen die jetzt persönlich sagen, weil ich kenne sie nicht persönlich und ich kenne ja nur ihren Content, aber ich finde es ziemlich komisch, warum man sich über sowas aufregt. Warum regt man sich darüber auf, wie ein Video gemacht ist, dass da nur solche Standbilder sind, die dann ein bisschen bewegt sind, wenn man selber nur ein paar Standbilder macht, die ein bisschen bewegt sind. Okay, er hat sich darüber aufgeregt, dass sie nicht mal bewegt sind. Okay, gut. Aber News-Videos sollen ja auch nicht, die sollen ja News sein, die sollen ja schnell gehen. Und er ist doch ganz alleine, dann lass ihn doch machen, was er will. Und ich verstehe nicht, warum man sich so extrem darüber aufregen kann, dass ein Video dem eigenen qualitativen Anspruch nicht entspricht. Weiß jetzt nicht, ob man eventuell dann die Reichweite nicht nachvollziehen kann und es deswegen doof findet, aber vor 2 Jahren hat es doch auch niemanden gestört, weil er Videos gemacht hat, wo er halt noch nicht bekannt war. Und ich finde es generell bescheuert, dass man, in diese Journalisten-Schublade quasi gesteckt wird, ohne dass man dagegen etwas sagen darf. Denn wenn man selber schon sagt, dass man kein Journalist ist, warum wird man dann die ganze Zeit, warum ist der einzig sinnvolle Punkt, dass man ja Journalist ist und man sich an so und so welche Punkte halten sollte oder dass das nicht gut recherchiert ist. Er macht doch Breaking News, dann soll er machen, was er will. Er hat sich doch vorgenommen, was er will, und wenn er keine hochprofessionellen Videos machen will, dann macht er sie eben nicht. Oder wenn er sagt, er ist mit seinen Videos zufrieden und er hat Spaß dran, dann ist das doch alles, was man sich wünschen kann. Man hat richtig viel Spaß in dem Beruf und fertig. Man kriegt dadurch sogar Geld. Das ist einfach wow. Genauso wie das hier gerade. Ich kriege hier zwar jetzt nicht wirklich viel Geld, weil ich, nicht wirklich große Klicks mache mit dem Projekt hier. Aber ich habe richtig Spaß dran und eventuell am Ende des Monats kriege ich sogar, ein bisschen Geld dafür. Das ist ziemlich cool. Das ist sowas, man hat halt Spaß dran und eventuell bekommt man sogar noch ein bisschen Taschengeld. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Und da kann mir niemand erzählen, so, deine Videos sind aber doof, ich finde die uncool gemacht, mach was anderes. Dann denke ich mir so, ich habe doch Spaß dran, what the fuck, dann geh halt weg. Und ich denke, das dürfte auch die initiale Reaktion von ihm gewesen sein, als er dieses Video von KuchenTV gesehen hat. Ich denke, what the fuck, so, mach doch dein Ding, dann mache ich mein Ding. Was geht denn ab? Ich weiß ja auch nicht. So, zack, zack. Ich baue hier einfach mal solche kleinen Brücken hin. Ich finde das süß. Mal gucken. So, ich habe noch nicht genug gemacht, verdammt. Aber hier ist ja noch eine Werkbank, verdammt. Ich wollte eventuell auch noch was mit den Druckplatten machen, aber ich bin mir noch nicht... Nee, Quatsch, nicht mit den Druckplatten, mit den Trapdoors machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mal schauen. Eventuell baue ich einfach hier genau das hier hin.
Ich weiß nicht, ob es dann vielleicht zu viel ist. Denn ich wollte so einen Mod machen, dass wenn man quasi gegen solche Druckplatten von oben drunter springt, dass man nach oben gepottet wird, quasi durch die Druckplatten, wie bei Terraria oder so. Dass man quasi da durchlaufen kann durch diese Brücken. Dass man da quasi durchjumpt. Das wäre ganz cool. Naja. Eigentlich ganz cool. Ich glaube, ich kann das hier sogar zubauen. Warum nicht? So, dann brauche ich nochmal ganz kurz ein paar coole Zäune. Warum bin ich eigentlich so heiser? Soll ich das ganz zubauen? Ja, warum nicht? Komm. YOLO. Jetzt kann man aber trotzdem noch durchfallen, oder? Ja. Naja, wenn man sich ganz dumm anstellt oder mit Absicht, dann kommt man durch. Vielleicht kann ich da oben sogar noch was hinstellen dann. Au. Ja, vielleicht soll ich das dann überall hinbauen. Verdammt. Na gut, dann mache ich das jetzt auch noch fertig. Wenn wir schon dabei sind. So, dann haben wir heute bei... Verdammt. Mann! Da brauche ich mal ganz normal noch eine Holzachse. So. Wir machen, wie gesagt, freitags XXL-Folgen, Leute. Da kann man auch ein bisschen überziehen, wenn es eh schon XXL ist. So. So, Advanced Advanced ist das quasi. Es ist nicht einfach nur Advanced, es ist sogar Advanced ist Advanced. Habe ich irgendwelche Seeds bekommen? Nee. Hey, na? Was geht ab, Bro? Aua, hat mich geschlagen. Uncool. So. Oh, ich habe auch voll Lust, mal über das PvP-System zu reden in Minecraft. Könnt mir gerne schon mal ein paar Kommentare, weil ihr es bis jetzt gesehen habt, zu dem PvP-System unten in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich eventuell mal drüber reden. Weil ich finde das Thema, es ist zwar auch schon richtig alt und dumm, das Thema so. Also, ich weiß nicht, es ist so für mich nicht nachvollziehbar, warum man überhaupt gegen das neue System sein sollte. Aber eventuell könnte ich mir da ein paar Notizen machen und ein bisschen genauer drüber reden, über die Problematik, warum vielleicht einige Leute das nicht mögen. Und was man da machen könnte. Das wäre ganz cool. Das würde mir gefallen. Weiß ich nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, sagt einfach Bescheid. Und dann weiß ich das. Lasst doch einfach ein Like da. Woo! Like, ja. Nee, ihr wisst, natürlich, es macht ja auch Sinn, habe ich natürlich großes Interesse an Likes. Ich möchte es aber an euch nicht die ganze Zeit ins Gesicht posaunen und euch damit nerven. Aber es ist auf jeden Fall kein Geheimnis, dass es mir auf jeden Fall unglaublich hilft. Es ist so eine Motivation, wenn man Likes unter seinem Video sieht. Gerade wenn man halt noch nicht in dieser riesigen Größe ist. Da zählt eigentlich jeder Like. Also wenn man sich dann sieht, hey, neues Video von Noah, da drücke ich mal Like. Dann sehe ich das, ich sehe diesen Like. Ich sehe die Zahl, wird immer eins höher. Nein, ich gucke natürlich nicht live hin. Aber ich bin schon ziemlich froh. Ich bin logischerweise auch schon froh, dass ich keine Dislikes bekomme. Aber wenn ich dann auch noch Likes bekomme, dann bin ich doppelt froh. Und das macht mich ziemlich happy. Ja. Also ich bin zwar nicht so like-orientiert und ich finde es jetzt auch nicht übertrieben wichtig, aber Likes sind schon toll, weil die zeigen mir halt einfach, hey, dem hat das Video gefallen. Ich bin auch ein Mensch, ich like generell eigentlich sau viel. Es gibt so Menschen, die so mega sparsam mit ihren Likes sind, aber ich like irgendwie alles, was ich cool finde, wo ich nur irgendwie im Entferntesten sehe, der Typ hat Spaß an YouTube oder das Mädchen hat Spaß an YouTube oder das sieht irgendwie cool aus. Oder allein schon, wenn ich irgendwie lachen musste oder sowas, drücke ich eigentlich meistens aus Reflex schon auf Like. Ich weiß nicht wieso, das ist einfach cool. Ich glaube, wir können uns heute mal verabschieden voneinander. Ich denke, es war eine schöne Zeit mit euch. Cool, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Denn es wird ziemlich traurig, wenn nicht. Lasst doch ein bisschen Feedback da. Schreibt mir doch mal rein, was ihr alles so gemacht habt heute. Und wir schnacken ein bisschen in den Kommentaren. Schnacken ist ein komisches Wort, oder? Hey, da ist jemand gestorben. Also etwas. Ich wollte jetzt nicht dem Zombie die Menschlichkeit abnehmen, aber ich glaube, er ist einfach de facto kein Mensch. Naja, da können wir vielleicht noch ein paar Slabs hinpacken. Passen da jetzt eigentlich hin, ne? Aber ich weiß ja nicht. Naja, wollten vielleicht so einen kleinen Kontrast zwischen Innen- und Außenraum haben. Das Haus hier ist schon wieder so ein richtiges, ich will jetzt nicht sagen Fuckfest, aber Fuckfest von irgendwelchen einrichterischen, modischen Accessoires, die niemandem was bringen. Ich glaube, jetzt kann ich niemand mehr da durchlaufen, ne? Ja, das trennt es aber noch ein bisschen mehr ab. Da hat man so ein bisschen... Ja. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, das Haus gefällt euch. Und ich denke, wir haben jetzt richtig viele Themen angesprochen. Ich denke mal, ihr kennt mich jetzt so circa 300 Mal besser als vorher. Aber wenn euch das gefallen hat, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Genau.
ihr schaut das Video von Gronkh und guckt euch an, was abgeht. Okay, bis dann, Leute. Ich habe euch alle ganz so lieb. Ich hoffe, das hat euch Fun gemacht, mir hier so eine Dreiviertelstunde zuzuschauen beim Nichtstun. Und eventuell, wenn ihr Lust habt, machen wir das auch mal mit Facecam. Mal gucken. Bis dann. Tschüss. Hm.